Willkommen bei Finanztop TV. Im heutigen Video spricht Dr. Markus Kreil darüber, ob es überhaupt möglich ist, unser Land und unsere Industrie CO2-neutral umzugestalten und wie das wohl alles bezahlt werden soll. Wenn dich das Thema interessiert, bleib bis zum Schluss dabei. Abonniere gern auch meinen Kanal, um über weitere Videos zu diesem Thema informiert zu werden. Natürlich existiert ein Umweltproblem. Wer das leugnet, hat irgendwie nicht hingeguckt. Ich bin zwar nicht bekannt dafür, dass ich jetzt irgendwie so besonders klimagläubig wäre, das bin ich nicht. Ich bin da eher Agnostiker, weil ich sage, wir wissen das gar nicht so genau, wie es immer behauptet wird. Aber natürlich haben wir ein Umweltproblem. Das Interessante am Umweltproblem ist, dass die Diskussion um den Umweltschutz eine ganz komische Wende genommen hat. Wenn man sich mal vorstellt, dass das große Menschheitsproblem im 20. Jahrhundert nicht die Umwelt war, sondern die Versorgung der Menschen mit Gütern, dann hat sich in diesem ganz großen globalen Problem der Versorgung mit Gütern herausgestellt, dass der Markt das Problem besser löst als der Plan. Deswegen hat der Westen und nicht der Osten den Kalten Krieg gewonnen. Und der Osten ist verarmt. Wir haben also festgestellt, dass wir ein gigantisches, riesiges Problem dadurch gelöst haben, dass wir nicht dem Plan und nicht der Bürokratie, sondern dem freien Tausch und dem Markt vertrauen. Jetzt haben wir wieder ein großes Problem und das Umweltproblem muss gelöst werden, weil sonst erodieren wir ja die Grundlagen, auf denen wir stehen. Und jetzt glauben wir wieder, dass nicht der Markt, sondern plötzlich der Plan das bessere System sei, um das Problem zu lösen. Das ist doch vollkommen unlogisch. Wo ist bitte die Logik, in der Planwirtschaft das Heil für das nächste große Menschheitsproblem zu suchen? Was richtig ist, ist, dass sich die Marktwirtschaft immer neue Mechanismen suchen muss und immer neue Marktmechanismen suchen muss, um das Umweltproblem zu lösen. Jetzt nehmen wir einfach mal an, für dieses Argument, dass CO2 tatsächlich ein Problem ist. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, darüber nachzudenken, wie man dieses CO2-Problem in den Griff bekommt, mit dem Ziel, die CO2-Emissionen zu senken, weil wir vielleicht jetzt irgendwie doch zu dem Schluss kommen, hat was mit dem Klima zu tun. Wobei ich jetzt nicht priorisieren will, ob das so ist oder nicht, sondern ich stelle es einfach mal als Hypothese in den Raum. So, dann gibt es jetzt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Sie können jetzt eine marktwirtschaftliche Lösung finden. Die hat man gefunden, indem man den CO2-Handel eingeführt hat. Und in diesem CO2-Handel legen sie eine Obergrenze fest, sagen, es gibt ein Mengengerüst, mehr CO2 darf nicht raus und wer CO2 emittieren will, muss Lizenzen kaufen. Und die sind frei handelbar, sodass am freien Markt die Nachfrage danach so einstellt, dass derjenige, der mit billigsten Mitteln das CO2 vermeiden kann, auch derjenige ist, der die CO2-Lizenzen kauft. Weil das ist das Ergebnis eines marktwirtschaftlichen Prozesses dann. Das sucht sich automatisch seine optimale Verwendung. Und es funktioniert auch. So, was haben wir in Europa gemacht, nachdem wir erfolgreichen CO2-Handel eingeführt hatten? Statt einfach zu überlegen, okay, wir wollen das jetzt jedes Jahr reduzieren, wir reduzieren also die Gesamtmenge jedes Jahr um so und so viel und dann sehen wir, wie sich das anpasst und wie der Markt die optimale Lösung für das CO2-Problem dann findet, wie es auch gefunden hätte, sind wir in Deutschland hergegangen und gesagt, nee, das reicht uns nicht, wir brauchen jetzt eine Energiewende, die ein Ausgeburt an Dämlichkeit und Planwirtschaft ist, wie man ihn nirgendwo sonst auf der Welt nochmal finden kann. Das geht überhaupt nur, wenn das Geld anderer Leute im Spiel ist, um das man sich, das einem völlig egal ist. In dem Fall ihr Geld, nämlich sie zahlen das über die Stromrechnung. Wir verbrennen hunderte Milliarden dafür, für nothing. Was hat man gemacht? Man ist dann hängen und sagt, wir machen die Energiewende, also wir legen erstmal die Atomkraft still. Wir haben zwar weder die japanische See noch diese Erdbebengebiete unter unseren Füßen, die uns irgendwie vergleichbar machen mit Fukushima, aber wir legen es jetzt mal still. Panikreaktion. Dann legen wir Kohle still. Dann sagen wir, okay, ihr müsst jetzt machen wir überall Windräder und Biomasse und das subventionieren wir alles. Wir stecken also gewaltige Summen an Subventionsgeldern, nicht über Steuermittel, sondern über den Strompreis und die Einspeisevergütung in diese Techniken und halten die dadurch künstlich am Leben, obwohl die eigentlich niemals wettbewerbsfähig wären. Die wären eigentlich normalerweise total pleite, weil das nicht die effizientesten Wege und Mittel sind, um Energie zu erzeugen. Und dadurch senken wir jetzt erstmal an der Stelle die CO2-Herstellung, weil wir keine Kohle mehr haben, wir haben jetzt Windrädchen. Aber was passiert denn dann? Dann sinkt nämlich der Preis für CO2, weil wir keins mehr nachfragen. Aber der europäische CO2-Handel, der ist ja nicht auf Deutschland begrenzt. Der Preis sinkt, weil in Deutschland die Windrädchen stehen. Also werden die Franzosen hergehen und sagen, das ist ja super. Ich kaufe das jetzt billig auf, da kann ich mein Kohlekraftwerk 5 Jahre länger betreiben. Den Strom kann ich an die Deutschen verkaufen, die Dämlichen. Das heißt also, der marktfremde Eingriff oder die, war es ganz egal wer. Also das geht jetzt nicht gegen die Franzosen. Ich mag die Franzosen, bitte, und die Polen auch. Also die Franzosen schicken uns ja den Atomstrom und die Polen ihren Kohlestrom. Also ganz wunderbar. Und was ist fürs Weltklima gewonnen, indem jetzt das Kohlekraftwerk in Polen oder in Frankreich steht und nicht mehr in Deutschland, wo wahrscheinlich die beste Umwelttechnologie da reingegangen wäre ever?
Ja? Das Ergebnis ist, dass wir mit diesem Eingriff in die Marktwirtschaft, den die Energiewende darstellt, nicht nur Hunderte von Milliarden von Euro verbrannt haben, im wahrsten Sinn des Wortes, sondern dass wir dafür gesorgt haben, dass das funktionsfähige System des CO2-Handels ausgehebelt wird. Die marktwirtschaftliche Lösung, die wir hatten, haben wir kaputt gemacht mit einem planwirtschaftlichen Aktionismus, der nur der Tatsache geschuldet ist, dass sich jemand als Klimakanzlerin feiern lassen wollte und nichts erreicht hat. Unsere CO2-Bilanz heute ist schlechter als früher. Ich saß vor einigen Monaten mal mit einem indischen Technologieunternehmer in London, in einem dieser schönen Londoner Clubs zusammen. Und der Mann baut Sensoren für Umweltverschmutzung, also die messen alles Mögliche. Und der hat mir erklärt, dass Elektroautos mehr schädliche Emissionen haben als Dieselautos. Warum? Weil die schwerer sind und der Abrieb bei Bremsen und Reifen viel größer. Und das sind die viel giftigeren Dinge, die dann da rumschweben. Ja? Feinstaub und was da alles jetzt, aber nicht nur Feinstaub, sondern auch wirklich richtig ganz schön giftige Dinge, die einfach von Elektroautos in viel größerer Menge produziert werden als von Benzinern und Dieselautos. Da war ich erstmal überrascht, als der mir das erklärt habe, aber da der Mann diese Sensoren herstellt, muss er es ja wahrscheinlich wissen. Und genauso gehen wir damit um. Wir gehen her und bilden uns ein, dass wir jetzt mit der Elektrifizierung unseres Verkehrs das Problem lösen könnten, das im Prinzip eigentlich gar keins ist. Wir enteignen die Dieselfahrer, die sind alle nur noch die Hälfte wert. Dann gehen wir her und machen ein System von Elektroautos. Wenn wir das wirklich machen, wenn wir wirklich 10 Millionen Elektroautos in diesem Land hätten, dann würde bei dem Versuch, die aufzuladen, unser Stromnetz zusammenbrechen. Ja? So schnell können die Windräder die Fledermäuse und Falken gar nicht köpfen in dem Land. Tut mir leid. Also die Planwirtschaft ist nicht die Lösung unseres Umweltproblems. Aber ich konzidiere, die Umwelt ist ein Problem. Aber wir werden dieses Problem niemals lösen mit Planwirtschaft. Im Gegenteil, wir werden in die Sackgasse laufen und wir werden unsere Ressourcen verbrennen. Aber auch dafür ist die Krise gut. Denn für diesen Müll wird uns in ganz balder Bälde das Geld ausgehen. Ganz baldig wird das so sein. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt,
und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales, mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.